Das ist das, was uns letzten Endes stresst und zusätzlich auch noch das Gefühl gibt, ich habe keine Zeit, weil die Zeit an einem vorbeirennt, weil das Leben an einem vorbeirennt. Und wenn du dich darin übst, präsent im Hier und im Jetzt zu sein, dann kommst du wieder in das Gefühl, überhaupt Zeit zu haben. Bist im Augenblick, siehst auch die Schönheiten des Augenblicks und wirst dir selbst einfach auch bewusster. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Dieser Tag ist voller Freude und du darfst auch glücklich sein und dich freuen über diesen neuen Tag, auf diesen neuen Tag. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir heute am Samstagmorgen. Heute Morgen haben wir volles Programm hier. Wir sehen uns heute zweimal. Jetzt erstmal zur 21-Tage-Challenge. Heute haben wir schon Tag 20. Heute geht es darum, wie du mehr Freude in dein Leben lässt. Und in einer Stunde um 9 Uhr sehen wir uns hier beim Live-Workshop, Live-Webinar. Und da helfe ich dir, deinen Seelenplan zu entdecken. Ja, dann lass uns jetzt mal starten, Freude ins Leben bringen. Ich habe mal eine Frage an dich. Wie stehst du morgens auf? Wie bist du heute Morgen aufgestanden? Was machst du morgens, wenn der Wecker klingelt? Kannst du es dann kaum erwarten, in diesen Tag zu starten? Oder ist es eher so, dass du denkst, boah, schon wieder geht der Wecker und du legst dich mal noch auf die andere Seite und machst so 10-mal das hier, also gefühlt 10-mal immer wieder drauf, auf Wiederwegfunktion klicken und ziehst dir die Decke über den Kopf und ziehst die Zeit raus und nochmal 10 Minuten und nochmal 10 Minuten. Bis es dann irgendwann nicht mehr geht und dann so auf den letzten Drücker stehst du auf. Wie geht dir das morgens? Und wenn du dich zurückerinnerst, was hast du als Kind gemacht? Oder was machen denn Kinder überhaupt morgens, wenn du dich an deine eigene Kindheit nicht mehr so erinnern kannst? Was machen Kinder morgens? Die sind mit den ersten Sonnenstrahlen, wenn es anfängt, hell zu werden, sind die wach. Große Augen. Was bringt der Tag mir heute? Auf was darf ich mich heute freuen? Welche Geschenke hat das Universum heute wieder für mich bereit? Was darf ich heute hier entdecken? Mit großen Augen. Zum Leidwesen natürlich von den Eltern teilweise, klar. Aber warum machen Kinder das? Weil sie tagsüber in erster Linie die Dinge machen und machen dürfen, die ihnen Freude bereiten, die ihnen einfach Spaß machen, die ihnen Energie schenken. Sie dürfen spielen, sie dürfen einfach nur da sein. Und das ist das, was die Kinder morgens aus dem Bett hüpfen lässt, voller Freude. Und deshalb die Frage an dich, wie hüpfst du morgens aus dem Bett? Hüpfst du überhaupt aus dem Bett oder quälst du dich eher aus dem Bett? So wie ich das früher auch gemacht habe. Auf dem letzten Drücker aufgestanden und dann gedacht, oh je, was steht heute schon wieder alles an? Nur ja, nicht denken, einfach nur funktionieren. Und je länger wir sowas machen, nur ja, nicht denken, einfach nur funktionieren, einfach nur tun. Umso mehr sinkt unsere Energie ab, umso weniger Freude haben wir am Leben. Und je weniger Energie wir haben, je niedriger unser Energielevel ist, umso mehr haben Disharmonien im Körper eine Chance, sich zu manifestieren, sprich, dass der Körper uns einfach auch irgendwann Krankheitssymptome schickt. Dass man ständig die Nase voll hat, dass man ständig Husten hat. Dass man eine Neurodermitis entwickelt, weil man sich in seiner Haut nicht wohl fühlt, dass man ständig Magenschmerzen hat oder Rückenschmerzen oder was auch immer. Jede Disharmonie, die der Körper einem schickt, jedes Krankheitsbild, was der Arzt mit irgendeiner Diagnose dann noch belegt, ist nichts anderes als eine Disharmonie, dass du zu wenig Energie hast. Es fehlt einfach Energie. Und deshalb, wenn du zu denen gehörst, die morgens so zigmal auf den Wecker drücken
und immer mal wieder 5 und 10 Minuten hinauszögern. Das ist das Indiz dafür, dass du viel von den Dingen machst tagsüber, die dir keine Freude bringen, die dir keine Energie schenken, die dich nicht wirklich im Herzen berühren, wo du einfach aus einem Leistungsbewusstsein heraus etwas machst. Okay? Und deshalb würde ich dich dazu einladen, dir mal zu überlegen, was könntest du in deinem Leben ändern? Welche Dinge haben dir denn mal Freude bereitet? Und dann lass einfach mal von diesen kleinen Dingen mal mehr in dein Leben. Gib mal diesen Dingen wieder tagsüber einen Raum. Nimm dir dafür einfach mal bewusst Zeit. Denn selbst wenn du jetzt noch einem Job nachgehst, einen Beruf hast, der dich nicht erfüllt, wo du das Gefühl hast, ich bin ja absolut an der falschen Stelle, dann sei zunächst nichtsdestotrotz mal dankbar dafür, dass du diese Stelle hast und begib dich dann jetzt auf einen anderen Weg und integriere zusätzlich mal noch mehr von den Dingen in dein Leben, die dir Freude machen. Beginn mal wieder ein Hobby, dir Zeit zu nehmen für dein Hobby. Überleg dir mal, was könnte mir jetzt Freude machen? Vielleicht ist es ja der Tanzkurs nochmal oder der Schneiderkurs, den du schon immer machen wolltest. Oder vielleicht würdest du gerne mal singen, dann geh in einen Chor oder fang an für dich alleine zu singen. Oder vielleicht häkelst du, strickst du gerne, vielleicht würdest du gerne mal wieder dich mit neuen Kochrezepten beschäftigen, was auch immer. Integriere mal jeden Tag bewusst eine Sache, die dir wieder Freude bereitet, wo du dich morgens einfach schon drauf freust. Mensch, heute Mittag, wenn ich heimkomme, dann darf ich mich dem und dem wieder widmen. Und so schenkst du dir selbst mehr Aufmerksamkeit und mehr Energie. Es kann so einfach sein, mit so einfachen Dingen. Das nächste Thema ist, im Hinblick auf Selbstvertrauen, wenn du abends den Wecker stellst, morgens, ich sag mal für 5.30 Uhr, dann hast du dir abends ja eigentlich vorgenommen, morgen früh 5.30 Uhr geht der Wecker und ich stehe auf. Das war dein Vorhaben. Und wenn du das jetzt nicht durchziehst, weil du da zigmal eine Stunde auf diesen Wecker drückst, auf die Wiederweckfunktion, dann kostet das dich Selbstvertrauen. Du traust dir selbst nicht mehr. Das mag jetzt ein bisschen banal klingen, aber jedes Mal, wenn du dir etwas vornimmst und ziehst das nicht durch und sei es, dass du dir vornimmst, morgen früh stehe ich um 5.30 Uhr auf, der Wecker klingelt und du stehst nicht auf, dann kostet dich das Selbstvertrauen im Kleinen und so bröckelt dieses Selbstvertrauen immer mehr und irgendwann traust du dir gar nichts mehr zu oder wenig zu oder kommst gar nicht mehr ins Handeln und das Leben zieht noch mehr an dir vorbei. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass du dir immer nur die Dinge vornimmst und das auch durchziehst, was du dir einfach vorgenommen hast und wenn es darum geht, dass du dir morgens den Wecker stellst für 5.30 Uhr und der klingelt, dann steh bitte auch auf. Und dann such dir doch vielleicht morgens auch schon etwas, direkt nach dem Aufstehen. Und wenn das nur für 5 Minuten ist, etwas, was dir schon Freude macht, wo du dich schon mal auf den neuen Tag freuen kannst. Ich würde dir auch so die Empfehlung mitgeben, mal ins Badezimmer zu gehen, und dich da vor dem Spiegel mal so richtig zu recken und zu strecken. Schau mal, was machen denn die Tiere, wenn sie aufstehen? Hund und Katze, wenn die gelegen haben. Und wach werden und aufstehen, was machen die? Die strecken und recken sich erstmal so richtig gut durch, so richtig wohlig recken und strecken. Mach das bitte auch mal. Recke und strecke dich mal. Und schau dich dann bitte mal im Badezimmerspiegel so richtig voller Freude mal an. Und such dir mal 2, 3 Dinge aus, die du gerade schön an dir findest. Und wünsch dir selbst mal einen wunderschönen guten Morgen. Such dir etwas aus, was du gerade jetzt schön an dir findest. Und wünsch dir selbst
Einen wunderschönen guten Morgen. Mach dir mal bewusst, was für ein wertvoller Mensch du bist, was für ein wertvolles Geschenk du hast, dass du leben darfst. Du hast das Leben geschenkt bekommen, diese wunderbare Lebensenergie, die dich durchlebt. Mach dir das mal bewusst. Das Leben ist nicht dazu da, dass es an dir vorbeiziehen möchte und du alles an dir vorbeiziehen lässt. Das Leben möchte gefeiert werden und möchte gelebt werden. Und dein Herz, deine Seele, die möchten auch, dass du das anerkennst, dass du auch dich selbst anerkennst und dich feierst und der Freude einen Platz im Leben wieder einräumst. Also überleg dir mal, in welchen Bereichen in meinem Leben habe ich die Freude verloren? Was schenkt mir Energie und Freude, und dann schau bitte mal, wie du diese Dinge, und wenn es jeden Tag nur ein paar Minuten sind, wieder in dein Leben integrierst. Bestenfalls ist auch, dass du wieder die Dinge machst, ein Hobby oder was auch immer das ist, wo du jetzt noch glaubst, ich habe dafür keine Zeit mehr. Es ist alles eine Frage der Organisation. Wenn du dir bewusst für etwas Zeit nimmst, dann wirst du auch die Zeit haben. Das ist wie, wenn auf dem Tisch eine Schale steht mit Äpfeln. Die Äpfel sind da. Wenn du dir keinen Apfel holst und ihn isst, dann hast du keinen, dann bleiben die Äpfel da. So ist es auch mit der Freude in deinem Leben und auch mit der Zeit. Die Zeit ist da, jeden Tag, 24 Stunden. Die Frage ist immer, was nimmst du dir von der Zeit, beziehungsweise wie verbringst du diese Zeit bewusst oder lässt du sie einfach an dir vorbeiziehen oder bist du einfach nur am Funktionieren? Und wenn du das Gefühl hast, nur am Funktionieren zu sein, dann ist es wirklich höchste Zeit, dass du daran auch etwas änderst und mehr im Hier und im Jetzt ankommst, präsenter wirst. Weil dann jedes Mal andersrum, wenn wir so den ganzen Tag am Funktionieren sind, und nicht präsent sind im Hier und im Jetzt, uns also immer mit Dingen aus der Vergangenheit oder aus der Zukunft beschäftigen. Das ist das, was uns letzten Endes stresst und zusätzlich auch noch das Gefühl gibt, ich habe keine Zeit, weil die Zeit an einem vorbeirennt, weil das Leben an einem vorbeirennt. Und wenn du dich darin übst, präsent im Hier und im Jetzt zu sein, dann kommst du wieder in das Gefühl, überhaupt Zeit zu haben. Bist im Augenblick, siehst auch die Schönheiten des Augenblicks und wirst dir selbst einfach auch bewusster. Und wenn du so mehr im Augenblick ankommst und dir jetzt mal einfach überlegst, wo kann ich noch etwas in mein Leben integrieren, in meinen Tag integrieren, tagtäglich, das mir Freude schenkt, das mir Energie schenkt, was ich schon lange nicht mehr gemacht habe, dann plan das ganz bewusst ein. Es ist wichtig, dass du dir das in deinen Terminkalender einfach auch schreibst, dass du es auch machst, also nicht einfach nur vornehmen, sondern wirklich auch machen. Okay. Also, ab sofort morgens, wenn der Wecker geht, direkt aufstehen, dich wohlig räkeln und strecken, dir im Spiegel einen wunderschönen guten Morgen wünschen, dir etwas aussuchen an dir, zwei, drei Dinge, die du gerade schön an dir findest. Damit du wieder mehr in die Richtung kommst, dich selbst anzuerkennen, dich selbst zu lieben, dich selbst so anzunehmen, wie du bist. Und dann am besten gleich schon etwas machen, was dir Energie schenkt, was dir Freude bereitet. Wenn du dich zunächst mal ein bisschen überwinden musst dazu. Und dann überleg dir, wie du gleich nachmittags, wenn du 8 Stunden im Büro noch hockst, nachmittags nach Hause kommst, wie du dir da 15 Minuten Auszeit nimmst und etwas machst, was dir nur Freude bereitet. Und wie du künftig wenigstens einmal die Woche wieder dir Zeit nimmst, 1 Stunde, 2 Stunden, wieder ein Hobby integrierst, was du machst. Hallo liebe Fania, schön, dass du da bist. Wunderschönen guten Morgen. Dass du wieder etwas ausgräbst aus deiner Schatzkiste, aus deinen Talenten, aus den Dingen, die du gerne gemacht hast früher, was so in Vergessenheit gerät und dir dann wirklich Auszeit nimmst und das machst, egal was es ist. Und das dann bewusst machst, im Hier und im Jetzt bist
und dir das wirklich gönnst. Okay? Und so wirst du merken, wie du immer mehr Energie wieder geschenkt bekommst und wie du merkst, was für ein wunderbares Leben du eigentlich hast. So kommt man automatisch auch in die Dankbarkeit, so kommt man in eine andere Gedankenausrichtung. Und mit unseren Gedanken erschaffen wir uns unsere Realität im Außen. Unsere Gedanken sind nicht nichts, unsere Gedanken sind eine Form von Energie. Und wenn ich die Energie in der Freude aussende, der Dankbarkeit, des Lichtes und der Liebe, dann kommt noch mehr in der Richtung in dein Leben. Okay? Also, ich wünsche dir einen freudvollen Tag. Und, liebe Fania, sehen wir uns auch um 9 Uhr hier. Du bist gerade die Einzige. Ich habe zwar einige Zuschauer hier, sehe ich, aber du bist gerade die Einzige, die ich sehe. Sehen wir uns um 9 Uhr, wenn wir gemeinsam hier den Seelenplan entdecken nachher. Für eine Stunde bist du mit dabei, Fania. Oder alle, die jetzt zuschauen, schreibt mir mal ein Ja rein, dass ihr dabei seid. Ich freue mich auf euch. Um 9 Uhr geht es hier weiter heute Morgen. Entdecken wir unseren Seelenplan. Heute höre ich auf meinen Herzschlag. Super, wunderbar. Sehr, sehr gut. Schön, Fania. Dann sehen wir uns nachher. Guter Tipp von Fania hier noch, auf den Herzschlag zu hören, den Puls wahrzunehmen, deine Lebensenergie wahrzunehmen. Auch das kann Freude sein. Lächel dich auch mal selbst im Spiegel an. Schenk dir selbst ein Lächeln mal wieder. Okay? Gut, ihr Lieben, dann sehen wir uns in einer halben Stunde um 9 Uhr. Ja, 40 Minuten sind es noch. Hier. Und entdecken gemeinsam unseren Seelenplan. Da legst du dir am besten schon was zum Schreiben zurecht, damit du dir ein paar Notizen machen kannst. Ich freue mich auf dich und nachher dann ohne Hut. Hut ist nur das Erkennungszeichen hier für die 21-Tage-Challenge. Okay, bis nachher. Alles Liebe, hab einen freudvollen Tag und nachher sehen wir uns dann voller Freude. Bis dann. Helga, du bist auch dabei. Schön, ich freue mich. Bis gleich. Ciao, ciao.